Я солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат. И у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вода, красная вода не лечит солдата. Я солдат. Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Zu deswegen bin ich entschuldigt, ich habe keine Realschule oder so Zeug nicht gemacht. Das war damals noch nicht so aktuell, beziehungsweise waren das meistens nur Kinder von besseren Leuten, gell, von Doktor und so Zeug, gell, und so. Aber die Kinder haben da noch nicht viel studiert. Gell, höchstens, dass einer ganz super gescheit war und so, aber das war auch ganz minimal, gell, und so. Und die Schule war natürlich auch gut, weil die war fast auf dem Kapellmarkt, die war in der Neringerstraße draußen. Ich habe nicht weit gebraucht zur Schule, die war auch gut, gell und so. Und die 8. Klasse, dann, die haben wir dann in Neuedding machen müssen. Das heißt, da war es so, da haben die Altedinger Buben haben auf Neuedding haben müssen und die Neuedinger Mädeln nach Altedding, weil die ganzen Kinder, die wo in der Landwirtschaft waren, gell, die haben noch alle, waren noch alle meistens alle daheim. Gell, und, so. Und die haben keine 8. Klasse nicht machen brauchen, die Kinder von der Landwirtschaft. Gell, und so. Jetzt waren die Kinder waren da nicht mehr so viele Schüler da, jetzt haben sie da die 2 Klassen zusammengeschmissen, gell, von der alten Neuding, gell, und so, aber nur die 8. Klasse. Gell, und, so, gell. Und nachher in der 8. Klasse noch bin ich zum Lernen gekommen. Gell. Habe ich, also gleich am Anfang habe ich gemeint, ich gehe zum Bäcker. Wir haben den Kapellmarkt halt gut gekannt, gell, und, so, und haben ziemlich Beziehungen gehabt zu den Wallfahrern, gell, weil die haben bei uns über Nacht geblieben, gell, teilweise, und da waren sogar sehr viele Wallfahrer da, gell, oft, dass wenn wir nicht mehr gewusst haben, wo wir uns hinlegen sollen, gell, und so, so viel waren da da, gell, und da ist natürlich auch manchmal was abgesprungen, gell, dabei, das war früher da, da waren da die Wallfahrer, die meisten von der Landwirtschaft, von den Bauern draußen, gell, und die haben da Greiherz dabei gehabt, gell, und Zeug, und das war natürlich alle super, gell, müssen so, gell. Ja, noch haben wir Radl eingestellt auch, gell, wenn Radlfahrer auf Altedding gekommen sind, auf dem Kapellmarkt, die haben noch bei uns Radl eingestellt, gell. Haben natürlich ein 10er zahlen müssen oder ein 5er, gell. Und später hat mein Vater sogar nachher Packwäsche gemacht auf dem Kapellmarkt und hat Auto kassiert, gell, und so. Und da ist natürlich auch ein bisschen was abgesprungen, gell, und so. Gell. Und sonst so Ministrant war ich keiner, gell. Aber mein Bruder, gell, der Rudi, war Ministrant, gell, und so. Und der ist natürlich unheimlich bestanden bei den Kapuziner, gell. Und der war nachher, während des Krieges, waren keine Kapuziner nicht da, gell, als Ministrant. Das hat natürlich der Ministrant noch gemacht, und so, gell. Der war lauter Kapuziner und hat natürlich auch, daheim Paare gespielt, gell, und habe meine Paare gewonnen gehabt, gell, und hat der Mutz auch Vorführungen gemacht, gell, müssen. Das war noch die Mutz Gaudi, gell, okay. Ja, aber sonst. Was war das für ein Sturm? Hä? Die Wohnung, die du da gehabt hast, wie viele Zimmer habt ihr denn da gehabt? Wir haben eine Küche gehabt und 2 Zimmer. Und dann haben wir noch ein kleines Kammerl gehabt, gell, und so. Also wir waren schon ein bisschen beengt, halt als Kinder, weil wir waren ja 5 Kinder, gell. Aber später dann, ist dann nachher eine Schwester schon, ist in die Lehre gekommen
in der Antonius-Buchhandlung da am Kabel mit und die hat da dort nicht geschlafen. Gehen Sie. Ja, na, ist ja sowieso so. Wie ich vom Krieg gekommen bin, okay, da war es noch auch schon ein bisschen leichter. Und das hat ja gar nicht lang gedauert. Ich war bloß ein Jahr da, da habe ich schon geheiratet. Kennt ihr? Okay, da habe ich noch schon heiraten müssen. Okay. Und dann haben wir natürlich mich auch nicht mit der Hand gewohnt, gehen müssen. Okay. Ja, und dann war der Gedanke von Haus aus schon, also wenn es geht, unbedingt ein Haus. Auf ein Haus bauen gehen. So. Ja, und da waren wir da reingehen und das hat alles ganz gut hingehauen. Okay. Also wir haben unser Häusl, okay, also das ist zwar nicht groß, gehen so, aber wir haben uns zufrieden okay, in der Bude. Wir haben jetzt bloß mit zu zweit drinnen gehen und geht allein, gehen so. Okay. Ich bin nachher in die 8. Klasse gegangen in Eding. Nach der 8. Klasse bin ich nachher zum Esterer gekommen. Als Schlosserlehrling. Und da hätte ich aber zum Wacker hätte ich auch kommen können. Und da habe ich noch wie das Chemit alles geschmeckt hab, gern so, und das Dings. Und dann hat man damals, wie ich das war, hätte ich mit dem Radl auch runterfahren müssen auf Burghausen. Oder mit dem Zug, gern, das war unmöglich gewesen. Da hätte ich in Burghausen weiter zum Zug rennen müssen. Da wieder und essen zu gehen. Dann haben wir natürlich gesagt, da ist besser beim Esterer, dabei da bin ich zu Eding da, kann ich Mittag heim zum, geht zum Essen, gehen essen zu und brauche nicht so umeinander rennen mit dem Dings, gehen zu. Und das war nicht schlecht. Und da habe ich allerdings noch 3 Jahre lernen müssen und 39 im April habe ich beim Esterer angefangen. Und 39, im 1. September ist er der Krieg gegangen. Okay. Und da war ich noch da schon beim Esterer. Okay. Und da war es noch so, dass das, dass ich beim Esterer gearbeitet habe, und das war Wehrmachtsbetrieb halt teilweise, habe ich nicht zum Arbeitsdienst gebraucht. Okay. Jetzt bin ich bis zur Musterung beim Esterer geblieben. Wie viel habt ihr da gearbeitet beim Esterer? Wie du Lehrling warst? Da, 6 Tage? Oder? Ja, gleich am Anfang des Krieges waren es da vielleicht 350 Leute oder ja. 300 Leute. Gehen so. Und später haben natürlich noch auch Ausländer dazugekommen und Gefangene und alles. Und dann, aber glaube ich, waren es 500. Gehen so. Auf alle Fälle vom Esterer aus. Nein, wie lange hast du gearbeitet? Also, hast du eine 6-Tage-Woche damals gehabt? Oder war das? Ja, 6-Tage-Woche und was war noch? Und durch das, dass wir ein Wehrmachtsbetrieb waren, habe ich nicht zum Arbeitsdienst gebraucht, sondern habe ich bis zum Eindruck beim Esterer bleiben müssen. Und 3,5 Jahre habe ich lernen müssen und nachher habe ich die Gesellenberufung gemacht. Die haben um ein halbes Jahr eher gemacht, dass wir, wenn die welche brauchen, zum Eindrücken. Dass die gleich auch haben, gehen so. Und dann habe ich die Prüfung um ein halbes Jahr eher gemacht. Gell. Und am 19. Oktober hätte ich ausgelernt und am 15. Oktober habe ich schon einrücken müssen. Gell. Und das Einrücken, das war natürlich auch eine Sensation. 42 war das dann. Gell. Ja, das war 42, am 15. Oktober habe ich einrücken müssen. Also, zu den Gebirgsjägern nach Reichenhall. Jetzt bin ich im Reichenhall bei den Gebirgsjägern. Das war ein fundiger Job. Da waren die Ausbilder waren unheimlich in Ordnung, 50 Kerl und alles und so. Und auf einmal heißt es, nachher, glaube ich, nach 6 Wochen heißt es auf einmal, also ich wär nach München versetzt. Und noch 10 Jahre. Auf mir, was ist denn da los? Jetzt mit 12 Mann haben wir auf Minge gekommen und wir haben da aufgefahren auf Minge, haben wir in Rosenheim umsteigen müssen. Dann haben da auch 12 Toten gestanden. Die haben von Minge gekommen.
Also wir haben auf Minga gekommen und die anderen von Minga auf Reihe. Jetzt werden wir in Minga waren, also Führerschein. Okay. Oh, da vor uns 12 Monaten hat einer einen Führerschein gehabt. Kein mit 18, ja, das war er damals nicht mit dem Führerschein gehen. Die haben wir ja gar nicht gebracht. Aber ich war Maschinenschlosser. Ich bin halt nachher da in München, nachher, da, in, nach der Grundausbildung, bin ich in Waffenmeisterei gekommen. Gell. Ich war nicht schlecht manchmal, gell, und so, weil ich habe doch nicht so viel Dienst machen brauche als wie die anderen und so. Aber auf alle Fälle war es halt so, in Reichenhall war halt alles ruhig. Das waren lauter Ausbilder, die wo alle verwundet waren schon und die wo rechnen haben müssen, dass sie bald an die Front kommen. Gell. Und jetzt haben die natürlich auch human benommen, gell, weil die gesagt haben, wie man mir da spinnen will oder was, gell, und hiernach, noch ein paar Tage drauf, müssen wir wieder nach Russland gehen. So. Und in Minga haben wir dann die furchtbar gespinnen. Gell. Aber in Minga nachher, da bin ich nachher im Januar, Ende Januar, haben wir nachher, bin ich in der Waffenmeisterei gewesen, auf einmal hat es geheißen, also wir kommen mit 150 Mann, nach Holland. Nein, das ist pfundig, nach Holland, gell. Das hat auch jeder gewusst, dass Russland scheiße ist, gell. Jetzt haben wir nach Holland gekommen und haben wir am Anfang haben wir nichts gehabt, keine Fahrzeuge und nichts und gar nichts gesehen. Und, so. Und da habe ich nachher auch in der Waffenmeisterei da ein bisschen gearbeitet, Seitengewebe eingeschmiert und lauter so Sachen und essen so. Und auf einmal heißt es, da waren wir in Minga waren wir Bandsäger. Gell? Und in Reichenhall waren wir Gebirgsäger. Gell? Ja, jetzt kommen wir da. Jetzt heißt es auf einmal, ja, wir kriegen ein Fahrzeuge. Gell? Und Geschütze und lauter so Sachen. Ja, grüße Türken. Das ganze Klump ist weiß angestrichen. Und in Holland schneibt sie nicht. Gell? Oder fast nie oder selten oder was. Ja, grüezi Dirk, was ist denn da los? Auf einmal heißt es, der Divisionskommandeur da von Holland, da, der hat sich freiwillig nach Russland gemeldet. Der Divisionskommandeur. Okay. Weil der hat das Ritterkreuz noch nicht gehabt. Okay. Und auf einmal hat es geheißen, noch ein paar, 14 Tage oder 3 Wochen, ich weiß nicht, haben wir noch einmal angerannt in Russland, auch in Zandam da, in der Nähe von Amsterdam. Okay. Und auf einmal haben wir verfrachtet wo nach Russland. Okay. Und dann haben wir nach Poltawa gekommen, aber wir haben gar nicht lange gebraucht, wir haben schon ziemlich ins Haus, haben ich glaube 6-7 Tage oder was haben wir gefahren, dann waren wir in Poltawa. Okay. Mit dem Auto oder mit dem Zug? Mit dem Zug. Also, wir haben die Fahrzeuge alle gehabt und die Geschütze und alles und so, okay. Alles gehen so mit dem Zug. Dann haben wir nach Poltawa gekommen, da war noch Winter. Da war noch ein Haufen Schnee und es war kalt und es ist so. Jetzt war, da ist aber Offensive schon angegangen von Großdeutschland und Leibstein da, gingen die Russen wieder. Da war von Stalingrad einer die unseren Zweck. Und da haben die unseren noch wieder angegriffen und haben in der Zeit auch Charkow zurückgerobert. Und da hat noch geheißen, wir haben eine Reserve. Also wir haben nie im Einsatz gekommen, weil die Front ist praktisch halber vorwärts gegangen. Okay. Und das haben wir alles die SS-Division gemacht und die Großdeutschland-Division, okay, haben das alles gemacht. Okay, und so. Ja, und dann haben wir überhin neu gefahren. Nach im Mai, ja, Anfang Mai ist die Front zum Stillstand gekommen. Dann haben wir in der Nähe von Belgorod haben wir nachher, wir mit unserem Pack haben wir ziemlich weit hinten gewesen. Mai, Juni war an der Front ruhig. Okay. Da war nicht viel los, da haben sie ein paar Mal ein bisschen geschossen und so und so. Okay. Die haben sich alle vorbereitet. Gehen, so, okay. Ja, da haben wir mal bei der Nacht haben wir mit unserem Geschütz in die Infanterieferie, in die Stellungferie. Und in der Früh war es hell und da haben die ausgemacht, dass irgendwo da drinnen müssen die Russen
Posten haben, Beobachter halt und so und jetzt und so. Und da schießt man nicht. Gell. Also gut, haben wir da vier gefahren bei der Nacht. Gell, alles nicht mit einem Schleppfahrzeug, sondern mit einem Opel Blitz, mit einem Schnurrer. Dass, in, gell, wie die Schießerei gab, wir haben da, ich weiß nicht, 10 Schuss umgelassen in dem Beobachtungsstand. Da haben wir mit der Hand das Geschütz rausziehen müssen. Und dann ist der Opel Blitz, der Lastwagen gekommen, hat die Geschütz gleich gepackt und wir haben abgehauen, wieder tief gehen. Die Russen haben da schon ein paar Mal runter umgeschossen, gehen so und essen so. Aber die haben sich noch insofern revanchiert, 8 Tage drauf oder 14 Tage drauf, ist von den Russen ein Panzer durch die Front durchgefahren, aber gerade einer. Okay. Und ist da hinter der Infanterie, hinter der deutschen Infanterie, ist er da umeinander und ist noch auch wieder abgehauen, okay, und es haben bloß nur spekuliert. Okay. Und am 5. Juli ist er noch die große Offensive gegangen. Okay. Und da hat der Hitler einen Führerbefehl rausgegeben, also kriegsentscheidende Schlacht, okay, und essen so. Und da war ja voriges Jahr, vor 2 Jahren, wie ich da in Kursk war, haben wir die Kursker gefeiert, 55 Schlacht bei Kursk. Gell? Und die haben ja die Russen gewonnen gehabt. Gell? Und da haben wir die am Ort Feier gemacht, gell? Und so Parade und alles mögliche. Gell? Und, alles und, so. Und da war das. Und wie gesagt, wie die Schlacht angegangen ist, hat der Führer, der Hitler, einen Führerbefehl rausgegeben. Gell? Kriegsentscheidende Schlacht und hat das gezeigt. Da, wenn du den Himmel aufgeschaut hast, da hat es gerade Wimmel von lauter Flieger. Jagdflieger, Bomber, alles mögliche. Hier in der Dorf ist ein bisschen schwerer Jagdflieger und bombardiert. Und die Jäger haben umeinander. Da haben aber schon eine ganz schöne Menge Flieger abgestürzt, die sie abgeschossen haben. Es sind natürlich unsere auch abgeschossen worden, gell? Aber für die Russen aber schon mehr. Gell? Und 3 Tage drauf nachher, nach dem 5. Juli ist noch der offizielle Offensiv gegangen, da war natürlich noch ein Leibstandard wieder da. Und Totentopf war da und Großdeutschland war da, gell? Und dann ist der Angriff gelaufen. Gell? Das ist aber nicht weit gegangen, dann ist das in den Stillstand gekommen. Gell? Weil die haben anhand von den Beobachtungen von den Fliegern haben die festgestellt, dass die Russen unheimlich viel, die haben gerechnet, dass die Russen halt auch irgendwie wahrscheinlich bald anpacken. Gell? Die haben in den Kessel von Belgrad haben die unheimlich viel Panzer und Waffen drin gehabt. Und das haben die gewonnen. Da wollten natürlich die unseren, die nicht vorkommen, gehen müssen so. Aber das haben wir nicht geschafft. Gehen so. Wir haben schon ein paar Kilometer weiter gekommen, aber war mir gar nicht. Die Russen mit der Sehne Übermacht gekommen und essen so. Und am 5. Juli ist die Garde angegangen. Am 24. Juli, da haben wir mit Radl gefahren. Okay. Schmeiße ich mit dem Radl um, okay. Kriege einen Mordsbluterguss, habe ich zum Doktor müssen. Da geht nicht. Kann ich Radl fahren und sehen, laufen kann ich auch nicht. Also ich muss jetzt ein paar Tage einen Ross hinterher, muss Holz machen und Wachschirm lassen, so sagen. Und in der Zeit, wo ich da hinten bin, ist mein ganzer Zug, das sind ungefähr 40 bis 50 Mann, ich habe einen Gegenstoß gemacht bei den Russen, gegen die Russen. Und da haben sie, glaube ich, also, haben sie jetzt später erzählt, ich weiß nicht, haben die Russen in den Wald rein oder wie oder was, sind die uns nahe und so. Auf alle Fälle, von dem ganzen Zug ist kein Mensch nicht mehr zurückgekommen. Die Front ist natürlich wieder zurückgekommen, gell? Wieder zurück, retour gegangen, gell? Und so. Jetzt ist noch schon, da waren die ganze Kompanie, wo es normalerweise über 200 Mann waren, waren vielleicht noch 50 oder 60 Mann, gell? Ich weiß jetzt das auch nicht mehr genau. Auf alle Fälle, das war am 24. Juli. Am 28. Juli bin ich nachher wieder bei der Truppe gewesen, dann bin ich im Gehschütz gewesen. Ich wollte im Gehschütz werden gehen. Okay. Weil im Gehschütz hast du kein Gewehr nicht rumgebracht, sondern hast du eine Pistole gekriegt. Neben, weil du kannst ja kein Gewehr nicht tragen, wenn du Maschinengewehr drum bist. Gehen so. Und das war irgendwie ein Stolz im Gehschütz. Ich bin erst im Gehschütz. Gehen, und, okay.
Jetzt bin ich dann. Haben sie die Russen umgehabt und wir haben uns auch umgehabt. Also gut, ich bin in so ein Loch drinnen, hab gerade Munition gekriegt. Bin ihm geben müssen, die Munition stimmen lassen, da hab gerade die Munition gekriegt. Okay. Auf einmal schießen die Russen. Ich hab schon von Weitem, die Russen habe ich schon immer wieder mal Hupfer singen tun. Da hab ich hier und da wieder ein bisschen draufgedrückt, gehen so. Aber nicht. Und die haben mich aber nachher auf einmal ins Visier genommen, mit Granatwerfer. Dann haut es von mir rein einen Granatwerfer rein. Okay. Und das natürlich die meiste Ladung ist in den Munitionskasten rein und ich habe einen Granatsplitter da reingekriegt. Okay. Und da habe ich natürlich einen Zeh und Dusel gehabt. Okay. Ja, das war es, wie wenn man einer mit dem Prügel die aufgeschluckt auf dem Boden. Da hat man schon ein bisschen jetzt durch die Kampfhandlungen, weißt, waren die ganzen Verbandsplätze alle voll. Gehen so. Ich war praktisch nur leicht verwundet. Okay. Also wenn jetzt das zum Beispiel schon eher gewesen wäre, okay, dann wäre ich nie in ein Lazarett zu gehen gekommen. Okay, weil dann wäre ich in den Hauptverbandsplatz gekommen und vielleicht noch mehr Station weiter hinter mir hinzugehen. Da bleibst du 14 Tage da oder 8 Tage. Genau, dann geht es wieder so und so. Jetzt war das, die Hauptverbandsplätze waren alle voll. Ich bin mit dem Tanker hingefahren. Weiter. Und auf einmal war ich in Schalkofen, am Bahnhof dort, riesengroßer Lazarettzug da, gell. Eine, gell. Und dann haben wir noch mit dem Zug zurückgefahren. Und das ist natürlich schon während der Fahrt, ist da schon wieder kontrolliert worden und so, und wo es an jedem Feind und so. Da haben die festgestellt, dass ich die doch halt leicht verwundet war, gell. Und jetzt bin ich noch in Kiew, das war da vielleicht 300 Kilometer hinter Schakow, hinter der Front, gell. Dann bin ich da ins Lazarett gekommen. Und da war ich noch 14 Tage dort, war bald vorbei, gell. Dann bin ich wieder vier gekommen. In der Zwischenzeit ist die ganze Front da, auch halt am 3. August, wo ich da war, das war ja, wo ich verwundet worden war, am 28. Juli. Und am 3. August haben die Russen einen Großangriff gemacht und haben alles zusammengewetzt und haben schon wieder fast an Schakow da gewesen. Gell. Und wie ich wieder, 14 Tage war ich da in den Lazarett, und wie ich wieder vier gekommen bin, haben wir aber hinter der Front gesammelt worden, die von Lazarett, die von Urlaub und lauter so Sachen. Und hat selber geheißen, ja, jetzt werden wir bald vier wieder müssen. Gell. Und jetzt haben sie aber die auch da hinten druck. Weil die haben wir genau gewusst, wenn wir mir nach Schalkow rein müssen, in den Straßenkampf, weil da hat schon geheißen, dass Straßenkämpfe in den Schalkow, das sind so der Brettel noch. Jetzt haben die natürlich auch alle verschoben und wieder gesagt, nein, jetzt die Woche noch nicht und so alles, gell. Aber wir kommen noch vier und so alles, gell. Jeder hat gesagt, hoffentlich nicht, gell. Na, ist schon ein schöner Plätzchen noch gegangen. Wir waren noch da hinter der Front, dann haben wir auch exerzieren müssen und Waffenappell machen und so. Und auf einmal heißt es, alle zusammenpacken, wirklich schnell, es geht zurück. Dann haben sie die Front um 200 Kilometer verkürzt. Also das heißt nicht verkürzt, sondern zurück. Okay, wir haben nachher zurück über Dnieper um mich gehen lassen. Da haben sie noch eine große Verteidigungslinie wieder aufgebaut gehen lassen. Und da haben wir noch hingekommen am Dnieper. Da haben wir gleich einmal einen ganzen Haufen, also 100, ich habe 100 Russen gehabt zum Beaufsichtigen. Frauen, Männer, alles mögliche. Und dann haben wir geraten müssen. Also wir nicht. Die Russen haben Panzer rumschaufeln müssen, Schützen rumschaufeln müssen und lauter so Zeug gehen. So. Da waren Frauen dabei, und Dirndl, alles mögliche. Ich glaube, die Kinder von 14 Jahren und bis 70 oder was haben die schaufeln müssen und krumm. Und da habe ich 80 bis 100 Leute ich gehabt. Das waren natürlich ich. Ja, die Russen, die auch haben drin, arbeiten und so. Und ich habe die Russen gesagt, sie sollen gut arbeiten.
und nachher niedersitzen im Graben drinnen, gehen in das Auen, gell. Und Panzergraben ist geschaufelt worden, auch in Osten zu gehen, gearbeitet worden ist wie ein. Nachher die, hat man schon gehört, hat schon geheißen, die Front kommt aber näher. Auf einmal haben die Russen hat geheißen, die haben schon drin in Dnieper. Zuvor hat es bloß geheißen, da haben Partisanen drin, gell. Und dann war die reguläre Armee schon da, am Dnieper. Wir waren schon herrenden, gell, und die Russen drinnen, gell. Und nachher haben schon die Stuttgarter übergekommen zum Bombardieren. Und da, wo wir waren weiter oben. Und drinnen war es flach. Jetzt, wenn die Stuttgarter gekommen haben zum Bombardieren, dann haben die über uns ganz knapp drüber geflogen, dass sie runterkommen, gell, da drüben am Boden wieder hingehen. Jetzt die Russen natürlich. Die Weiber, die haben sich bei mir, wir zecken und da klingt, bam, 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 wohin, oben, haben die Tränzen geredet und das Mädchen. So. Aber wir haben noch, auch nichts machen können, gell, und so. Ich habe noch gesagt, sie sollen sich in Gramm hineinlegen, gell, und so, und das und so. Auf alle Fälle hat es noch schon geheißen, also die Russen haben schon über nähere da. Dann haben die Weiber schon nicht mehr gekommen, braucht zum Arbeiten. Bloß mit Männern. Dann bloß mit Männern gearbeitet und alles und so. Und auf einmal heißt es, ja, also es wird brenzlig halt, gell, und so. Und da sagt der Feuerwebe zu mir, sagt er, du jetzt nicht mehr 20 Russen, hat er schon, und gehst Pfiere, zum Panzer drum, hat er gesagt, und du hast die Brücke brechen. Weil da haben wir, dass wir hin und her fahren haben können, haben wir über den Panzergraben eine Brücke gebaut, gehen sie. Also gut, ich gehe mit den Russen da hin. Ja, die Russen tragen zwei oder drei Brettel weg. Gell. Auf einmal kommt ein Granatfeuer. Ja, da war in dieser Ortschaft ein russischer Beobachter. Gell. Der war die Geheimer halt, gell, so irgendwie ein Zivilist oder was der Teufel. Und der hat das umgefunkt halt. Wo wir mir sind, haben wir da die Brücke brechen und haben auf einmal mit Granatfeuer umgeschossen wie ein Teufel. Ich bin natürlich hinter einem riesen Baum gleich hinter ich, gell, und die Russen natürlich auch und haben natürlich alle abgehört. Jetzt habe ich ja, eine Viertelstunde, eine Stunde gewartet. Da war Ruhe, dann bin ich zurück. Dann habe ich einen Zugführer. Im Feuerwehr habe ich noch eine Meldung gemacht, habe ich gesagt, okay, also, dass wir die Brücke nicht abbrechen haben können. Sag ich, da war sie als Granatfeuer jetzt weg, oder gesagt. Und da habe ich gesagt, die Russen haben alle abgehört. Jetzt habe ich mich jetzt zu einer Sau gemacht. Ich hätte da schießen sollen, ich hätte die Russen aufhalten sollen und so und so und so. Die haben mich zu einer Sau gemacht, furchtbar. Dann war noch einer da. Der hat auch Wache machen müssen, am Dnieper. Und dann hat er beobachtet, dass bei der Nacht ist ein Schiffel von unserer Seite zu den Russen umgefahren. Und zwar mit, das war in der Ukraine, und da haben die Ungarn, die Deutschen, haben da eine landeseigene Gendarmerie aufgestellt. Also eine landeseigene, weißt du, Ukrainer, gell, und so. Und die haben eine schwarze Uniform gehabt, das meine ich, war eine normale Ukrainer, Polizistenuniform und so und so. Auf alle Fälle hat der andere beobachtet, wie er da ein ganz Schifferl voll, lauter so schwarze Polizisten über den Dnieper umgefahren, zu den Russen umgehen. Und das hat er nachher in der Früh einen Feuerwehr erzählt. Die nur der Waschen, dass er so viel blöd ist. Du hättest so malten müssen und hättest so schießen müssen, lauter so Zeit gehen. Eine halbe Stunde drauf, der hat einmal angewerkt und angesponnen wie ein Deppert. Auf einmal war es fertig machen. Sofort fertig machen, wir müssen sofort weg. Aber was ist denn los? Ja, 10 Kilometer südlich von uns hat der Russ einen Brückenkopf gebildet. Hat er schon einen Brückenkopf gemacht gehabt? Ja, legt nicht mehr. Jetzt haben wir da hin, dann haben
da wo der Brückenkopf gebaut, haben wir alle in Stellung gegangen, halt, der ganze Haufen halt, und haben heute halt den Brückenkopf da irgendwie so ein bisschen also Eckkessel, gell, und so. Und ich war, da war ich zweiter Maschinengewehrschütze. Da war ich so, habe ich Frühstück hineingebracht. Gell, weil der andere hat das Maschinengewehr drum müssen und ich habe gerade einen Munitionskasten drum gerade. Dann haben wir da gewesen, haben wir da, ah, ist ja da, Brückenkopf. Gell, auch den kommen wir Ersatz und den werden wir bereinigen, gell, weißt du, die Russen da wieder rausschmeißen, gell. Jetzt haben wir da drei Tage geworden, auf einmal bei der Nacht, hey, was ist denn da los? Gell, die Russenflieger haben wir gewusst, die haben mit Flieger geflogen, so alle die Doppeldecke. Da haben wir aber gesagt, Nähmaschinen, die haben da haben die gewacht. Gell, die haben im Finstern da mal angeflogen und haben da Granaten runtergeschmissen und haben sogar gesagt, weil sie keine Munition nicht mehr gehabt haben, haben da alle Eisen runtergeschmissen. Wenn die einer erwischt, weißt du, und haben natürlich Brandbomben runtergeschmissen, hat das eine Zeit gegeben. Auf alle Fälle, ne? Jetzt, ja, was ist denn da? Ja, das ist ja, was ist denn da los? Das ist ja ein Flieger, geht da und hat brummt über mit Flieger gehen und so. Er sagt einer, ja, das sind englische Flieger. Singend. Die haben so gesungen, weißt du, nicht wie so alte Nähmaschine und so, sondern die haben so singende Ton haben die gemacht, die Flieger, gell. Ja, das sind englische Maschinen, hat der eine gesagt. Und das ist da und da dahingegangen, gell. Ja, grüße dich, keine Bomben, nichts gefallen und gar nichts, gell, und so. Ja, leg mir mal, was ist denn da los, gell, und so. Jetzt auf einmal wird es hell in der Früh. Ja, leg mir ein Maschke. Ein überall Fallschirme runtergekommen. Hat der Russ 3000 Fallschirme runtergesetzt da. Okay. Und in der Früh haben die angegriffen. Okay. Jetzt haben wir nicht, wir haben wir da und essen so, okay. Wir haben da nichts mehr machen können, die Russen, ganze Bruder gehen so. Okay. Der andere hat Maschinengewehr gepackt und ich habe meine Munitionskisten gepackt und essen so, okay. Dann haben wir zurück. Der, wo Maschinengewehr gehabt hat, der ist noch verwundet worden, gell. Und der ist noch später, der ist noch 8 oder 14 Tage in Lotterie gestorben, gell. So. Ich bin da abgehauen, wie ein Teufel gehen, dann haben wir zurück, wie ein Teufel gehen. Und da konnte ich mich aufhalten können, gell. Das Gute war das, wir haben in der Stadt rein und da waren dann aber schon neue Einheiten da, Deutsche. Okay. Also frisch, die wo praktisch auf die Russen schon gewartet haben. Gehen so. Wir haben nachher weiter zurückgekommen, gehen, haben wir nachher wieder irgendeine Zeit in Rügeln. Und die, wo da gekommen sind, die haben da einen Gegenstoß gemacht, gehen so. Und haben den Kompaniechef, ah, der Kompaniechef, unser Kompaniechef war da. Aber der fällt wieder, gell, die Sau. Der war schwer verwundet. Und den haben sie rausgeholt. Gehen so. Den haben sie rausgeholt, gehen so. Geht aber, weil wenn der irgendwie, gell, weil war eine Spinne, gell. Der ist ja nach 14 Tagen ist er befördert worden, der war halt, da war er noch nicht fällt wieder. Der ist der erste Nachnach geworden, unter sich, gell. Der wollte ja. Das war was Grausames. Okay. Aber wir haben, ja, da waren wir dann am Dnepr dort, aber da haben wir nachher auch noch bald weggekommen, da wieder, gell, von da, und haben wir nachher wieder direkt am Dnepr hingekommen, auch wieder, gell, und das sind so, das, ja, da war ich schon nachher, November, ich bin ja im November nachher, habe ich einen Dusel gehabt, ich bin der Letzte gewesen, wo zur Kompanie gekommen ist. Jetzt bin ich der Letzte gewesen, wo in Urlaub fahren hat dürfen. Und wir so Teufel haben wollen, waren alle schon in Urlaub, aber ich nicht. Okay. Dann habe ich in Urlaub fahren dürfen. Und da haben sie nachdem nachher nicht mehr ganz gegangen, wie ich offensiv das Urlaubssperre war. Also einzelne haben sie noch alle noch gelassen, sonst weißt du, ein paar Jahre nicht in Urlaub gekommen, da bin ich noch in Urlaub gekommen.
in der Schule, wie ich gekommen bin, war die Front wieder 100 Kilometer wieder weiter hin. Noch weiter. Ganz am Fluss weiter, am Bug. Zuvor waren wir am Donetz, am Dnieper. Und nachher haben wir am Donetz. Nein, Donetz nicht. Donetz war in Russland. Aber am Dnieper, am Bug waren wir da. Und der Bug ist noch der Fluss, der ist auch, ich weiß nicht, 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer lang gehen. So. Und da bin ich noch da hingekommen, den Bug, und da bin ich noch in die Gefangenschaft gekommen. Da war auch, bin ich in Lazarett gewesen, da wäre ich entlassen. Also, da haben uns da ein Haufen gewesen, alle von Lazarett, also müsst ihr euch da umhalten, so und so. Also, ich komme hier zu der Einheit. Ich komme mit dem Komponiechef hin, hat er gesagt, ich bleibe jetzt gleich bei mir da. Ja. Warum warst du da im Lazarett? Warum warst du da im Lazarett? Da habe ich so viel Leis gehabt, dass ich total zerfressen war. Also, ich habe mich bei der Nacht, wenn du liegst, ich wirst warm, die Klamotten und alles und so. Dann die Leis haben das Grappi noch gefunden, beißen und alles und so. Furchtbar, ich war total von Grätze habe ich gehabt. Total war ich. Um 4 Uhr habe ich noch einen gekriegt, Golfsucht habe ich noch einen gekriegt, dann bin ich ins Land gekommen. Und davor warst du im Urlaub irgendwann mal? Ha? Davor warst du noch im Urlaub? Ja, im Dezember war ich. Hier daheim? Im Dezember war ich im Urlaub und das, was ich jetzt sage, das war schon im Februar. Aha. Und warst du hier daheim im Urlaub? Ja, war ich zu reden da. Okay. Da habe ich 21 Urlaub gehabt. Gehen Sie, okay. Und ja, nachher wieder von Lazarett wieder entlassen werden und wieder zurückkommen. Komm ich da zum Kompaniechef hin. Also, das hat er gesagt, ich soll gleich da bleiben. Hat er gesagt, Essen holen und das machen, das und das. Okay, ja, haben wir den. Da bin ich der Putzer. Okay. Ja, das ist gar nicht da, weil normalerweise hat jeder Kompaniechef einen Kompanietrupp. Okay. Also ein Unteroffizier, zwei Funker, zwei Melder und einen Funker. Okay. Und da war keiner da. Jetzt auf einmal sagt er zu mir, also hat er gesagt, jetzt gehen Sie einmal die Straße da rauf, hat er gesagt, so weit wie die Ortschaft geht, hat er gesagt, gehen Sie da rauf. Da kommt einer der Trupp entgegen. Okay. Ja, mein Gott. Und in Russland haben die Ortschaften haben da links und rechts die Häuser weg. Okay. Und das ist eine Straße, die ist einen Kilometer oder zwei Kilometer lang. Okay. Ich gehe. Jetzt wird die Ortschaft schon gar. Okay. Da kann man nicht da. Auf einmal kommt eine alte Magda raus, alte Russin, und schreibt mir, Kamerad, nix, Front, Ruski. Okay. Der ist umdrehen. Ich bin umdrehen, habe ich eine Stunde gemessen. Habe ich gemeldet, habe ich gesagt, ja, dass ich da gegangen bin. Und kein Mensch ist nicht gekommen, nicht gesehen, habe ich gesagt. Da ist die Russmärkte raus, hat gesagt, da ist die Front und so. Hat gesagt, auch noch hat er gesagt, weiß ich noch auch nicht, wo die sind. Okay. Ja, auf einmal hat es geheißen, das war ich schon noch am nächsten Tag. Auf alle Fälle hat es noch geheißen, die Russen haben einen Brückenkopf gebildet. Wir müssen da hin, müssen wir den Brückenkopf bereinigen. Und ich war also im Melder praktisch. Gern so. Dann haben wir haben wir mit dem LKW gefahren. Dann haben wir da in die Ortschaft da hin. Dann haben ein paar Sturmgeschütze da gewesen, Panzer. Und dann hat es geheißen, wir müssen die Ortschaft da zurückholen. Das war ein Brückenkopf für die Russen. Gell. Und dann haben wir die Ortschaft haben wir erobert, da haben wir eine, gehen zu. Und die Panzer haben aber nicht weitergefahren. Die haben gesagt, nein, in die Ortschaft fahren wir nicht rein, gell, weil wegen Nahkampfsachen und so und so. Da haben wir alle da in der Ortschaft gewesen. Gell. Die Panzer haben wieder abgehauen. Bei der Nacht, beim Tag haben sie einmal, also einmal haben die Deutschen gekommen zum Bombardieren, dann haben die Russen gekommen zum Bombardieren und bei der Ari haben sie geschossen, wie der Teufel gekracht hat, wie der Teufel, okay. Furchtbar. Auf einmal heißt, wir werden abgelöst. Mein Gott sei Dank. Okay. Also gut,
Wir werden abgelöst. Ja, weißt du sie schon? Du kannst leicht auch von mir was vergessen auch. Okay. Die Stimmung, das hat man ja gewusst in Russland. Gell? Also, wir haben kurz vom Oskar über Redo. Der Kampfmoral war. Okay. Da hat ja das Sprichwort geheißen bei uns. Selig sind die, die nach Westen Boden gewinnen, denn sie werden die Heimat wiedersehen. Oder hat natürlich auch nicht daneben sagen dürfen. Okay. Okay. Und es war ja so, wenn irgendwas war, dann hat es schon geheißen, wo ist die Trollbahn und wo und so oder was. Okay. Also, dass wenn irgendwas ist, okay, von wegen, wenn du gerade bei Handel bist, oder irgendwie ein Gegenstoß machen oder irgend sowas, okay, da war da gar nicht mehr begeistert gehen müssen. Okay. Okay. Da war, also wie gesagt, der Kampfgeist war erledigt gehen. Wo waren wir denn? Ich weiß nicht. Mit dem Ding, wo es den anderen hättest einweisen sollen. Ach so. In der Stadt. Du musst viel geschickt worden bist, die Reservetruppe einzuweisen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe die Einheit einweisen müssen mit einem Unteroffizier und dann während der Einweisung hat es auf einmal geheißen, die Russen greifen an. Jetzt geheißen, Redo. Okay. Jetzt wie ich in mein Quartier komme, okay, wo ich meine Klamotten gehabt habe und so, sage ich, war der Offizier, der Kompaniechef, der Leutnant, wo er war, der war schon fix und fertig angezogen, okay, und ist schon abgehauen. Und ich habe alles noch, und dann hat er mir noch geschrien, dass ich das Telefon mitnehmen sollte. Okay. Da habe ich die Leitung abbauen müssen, habe den Hörer noch alles reingetan, ich habe natürlich das noch alles geschlampert gemacht gehen lassen. So. Okay. Da war der über alle Berge schon, da bin ich noch nicht vor der Bude draußen gewesen. Also jetzt bin ich noch da rausgekommen. Und bin ich in der Ortschaft haben die Häuser keinen Zaun nicht gehabt. Sondern statt dem Zaun ein Sturmauer. Hat jeder über sein Haus einen Sturmauer gehabt. Also gut, bin ich über die Sturmauer drüber und habe mich hinter die Sturmauer hintergekaut. Und dann wollte ich gerade zurück abhauen. Dann war ein Unteroffizier da von der anderen Einheit. Und der hat natürlich gesagt, Stellung halten, da bleiben. Okay. Aber die Russen haben da so hergeschossen mit Explosiven und alles mögliche. Also der ist ja noch da weiter. Okay. Und jetzt will ich auch vor mir, komme ich in so einen Kram rein und da ist der Unteroffizier schon drin gelingt. Aber mit dem Kopfschuss, tot. Okay. Und da ist noch einer gekommen, das war der Hummel, mit dem wo ich plötzlich gefangen bin, gehen wir zwei. Und hinter uns war eine Friedhofmauer. Und da haben wir gesagt, also wenn wir die Mauer schaffen, dann wären wir vielleicht, weiß auch nicht, wären wir vielleicht gerettet gewesen. Okay. Auf alle Fälle haben wir gesagt, jetzt warten wir ein bisschen und dann haben wir uns einer Obacht gekommen, einer sicher und lauter so Ding. Und der andere, das hat natürlich auch Respekt vor, wenn da einer drin liegt, der wohl schon einen Kopfschuss hat. Okay. Und der wurde schon vorher gesagt, da bleiben, okay, und so. Auf alle Fälle, wie das gegangen ist,
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auf einmal haben da 10 oder 15 Russen um uns herum gewesen. Okay. Und da war ein Feldwehr dabei. Und die haben natürlich gleich, die hätten, also wenn sie Mengen hätten, hätten uns die, war das einfachste gewesen, hätten uns die gleich erschossen können. Okay. Weil das habe ich aber weigerechnet, dass wir gleich erschossen werden. Okay. Und Rückgewehr, Hände hoch und so, Uhr. Weil das war ein altes Sprichwort von den Russen. Uhr erst. Okay, Uhr haben sie gewusst, das ist auf Deutsch, okay, Uhr. Uhr erst, hast du Uhr, ich habe keine gehabt. Aber der andere hat auch nicht gehabt, den haben sie natürlich gleich genommen. Okay. Dann ist der Gruppenführer von den Haufen da, der ist noch mit uns zurückgegangen. Dann haben wir gleich in ein Quartier reingekommen. Da waren lauter Russenweiber drin, junge Mädel. Und ich kann mich erinnern, während des Krieges halt noch und so, und das und so. Und da waren da, wie ich noch daheim war, meine ich, oder was und so. Da hat man in der Wochenschau manchmal Russenweiber gesehen. Halt. Und die haben natürlich da genannt worden, die Flintenweiber. Okay. Und da waren natürlich, das waren auch ein Haufen Dernl, waren da, die waren gleich hinter der Front. Okay. Die waren da in einem Haus drin und haben da Ohr gekocht und haben gekocht. Das heißt, das erste war gleich. Wolle, da ist schon weg. Junge Kerl, gehen sie. Mann, gehen sie, nehmen sie und so. Und das Deutsche, gehen sie. Die haben überhaupt nicht, weißt schon, Faschist oder sowas. Überhaupt nichts. Gehen sie. Sondern die haben, wolle, da immer, die haben gemeint, ich war, ja, im März war das und im Juni bin ich 19 Jahre alt geworden. Gehen sie. Ja. Und ja, in 19 Jahren. Oder schon 20? Nein, 20. Kein 20 Jahre, ich war ja gar nicht. Auf alle Fälle haben die furchtbar gesponnen. Und die haben einen Haufen gekocht, die Ohren gehabt. Und dann haben sie wollten uns angeben, gell. Und ich habe ja, das habe ich zuvor gar nicht erzählt, dass wir, wie wir da mit den Haufen da, wie wir unsere Einheit da gesucht haben heute halt und so, bevor dass ich zu dem Offizier gekommen bin, haben wir ein Eilager aufgestiegen gehabt, gell. Da waren so viele Ohr da, also ich weiß nicht, 100.000 Ohr oder noch mehr. Und da haben wir Ohr gekocht, ein Braun, laufend ist da gekocht worden und Braun worden, furchtbar. Und da haben wir auch gegessen, also ich glaube, ich weiß nicht, habe ich 20 oder 30 Jahre gegessen. Also so viel schon. Und das war das mit der Gefangenschaft, das war ja ein paar Tage später. Und da habe ich so einen Grausen gehabt von den Ohren. Und wollten die uns angeben und haben natürlich gemeint, weil das war ja praktisch ein Sprichwort, dass die Deutschen überall rein sind und haben Eika oder Gurke, nicht mehr Gurke, da gibt es ja den Spruch, nicht mehr Gurke, nicht mehr Eika. Nicht mehr Gurke, nicht mehr Eika, alles gemeinsgesoldert weg. Also wenn keine Ohren nicht mehr da sind und keine Hähne nicht mehr, dann hauen die Deutschen ab. Gehen. Okay. Jetzt wollten die mir ein Ohr geben, also der andere hat schon ein Ohr gegessen, aber ich habe keins essen können. Ich habe so einen Grausen gehabt für die Ohren, furchtbar. Ich weiß, da habe ich den so, gegessen, also furchtbar. Und also, Klagen waren, oder irgendein Pes war nur einer. Und da waren wir aber mit den Feuerwehren benannt, und das weiß ich, da ist einer gekommen, ein Russ, und hat zu ihm gesagt, sei dies, er soll weggehen. Und hat eine Handgranate in der Hand gehabt, eine russische, gell. Aber der Unterseher ist nicht, der ist nicht weggegangen. Gell, die haben sogar geschimpft und gesagt, er soll abhauen. Also, ich weiß nicht, wenn der vielleicht weggegangen wäre, vielleicht, gell, weil es gibt ja nichts ab. Wir haben zwei Deutsche, zwei Faschisten,
sind da wenige. Gell? Und das war sowieso gleich. Überall, wo wir hingekommen sind. Wie viele Russen hast du da geschossen? Gell? Ich habe natürlich gesagt, ich habe keinen da geschossen. Ich habe in der Küche gearbeitet. Der Kuchenrabot, das hat auch keiner abgenommen, dass du praktisch an der Front bist und hast so quasi nichts da oder nichts gehen so. Okay. In dem Fall war das. Aber wie gesagt, wir haben nicht kalt wohnen, nicht geschlagen wohnen, nichts. Gehen so. Dann haben wir beim General, wo wir beim Verhör halt auch und so, die haben uns ein taktische Zeichen. Okay. Jede Einheit hat ein taktisches Zeichen. Weißt du, einer hat einen Vogel umgehabt, der andere hat ein Häusl umgehabt, der andere Blumen und lauter so Zeug. Gehen zu, weißt du, also quasi so geheim halt. Da ist nicht mit Nummern gegangen, dass man sagt, wir haben die 170. Infanteriedivision oder die 3. Panzerdivision. Und da hat es geheißen, also wir haben ein Häusl gehabt, also ein Almerhäusl, und da hat es geheißen natürlich bei uns, Scheißhäusl-Division. Aber wie gesagt, ja, und da haben wir zum General gekommen. Zuvor haben wir über den Bug müssen. Dann, was ich gemacht habe, mein Soldbuch, da war ein Nahkampftag in Äderung. Okay. Dann haben wir die müssen raus. Bin ich nicht in Gefangenschaft gekommen, hätte ich die bronzene Nahkampfspange gekriegt. Und da hat man noch die Verbundabzeichen, Sturmabzeichen, haben wir alles weg, habe ich alles in Geheimen noch so umeinandergereiht und so. Und zack, darum habe ich sogar einen Bug ins Wasser geschmissen. Gehen, so. Weil man denkt, da ist wichtig, dass du nichts hast. Gehen, so. Saltbuch habe ich schon noch gehabt, aber das habe ich, das rausgerissen. Das habe ich dann irgendwie geheim ausreißen können irgendwo, aber da alles Ding, wenn da irgendwas ist, gell, und so. Einen Dienstgrad habe ich keinen gehabt. Ja, da war ich schon gefreut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich schon meine Abzeichen dort gehabt habe, weil da hat mir überhaupt nicht passiert. Da habe ich sogar mal einen Verweis gekriegt. Da bin ich Oberschütze. Nirgends hat es Oberschütze gegeben, aber in der Abteilung da hat es Oberschütze gegeben. Gell? Und das war ein kleiner, runder Stern. Gell? Und da habe ich da nicht ausgelassen, ich tue den Stern, habe ich einen schweren Verweis gekriegt. Weil das abzeichne ich da. Und da spürst du, ich bin ein Oberschütze, warum da das nicht hin tue und so und so. Da habe ich drauf wachschen müssen oder was und so. Auf alle Fälle war halt das Kind so. Auf alle Fälle ist nachher der ein Major gekommen, ein russischer Major. Und der hat uns zwei nachher gepackt. Und der ist auf dem Rosum gewesen und ist mit uns, also 10, 15 Kilometer, ist der mit uns zurückmarschiert. Und es war natürlich mit dem Feuerwehr schon so, wenn wir irgendwo hingekommen sind. Da geht da hin oder da hin, da hin. Der führt uns jetzt dahinter, der schießt uns. Der schießt uns. Wir wollen also da nicht so dahin gehen. Okay, mit den Offizieren haben wir natürlich auch ein paar Mal gemeint. Die werden bestimmt schießen. Du bist als Gefangener, du bist Hurt und du bist nur für den eine Belastung. Gehen so. Aber die haben da auch nichts tun. Gehen so. Der hat ja sehr anständig benommen, hat auch in so einem Haus ein Stück Brot organisiert, gell, da wir ein Stück Brot gekriegt haben und alles und so. Also ich habe das gar nicht glauben können. Gell, so. Ja, und nachher haben wir natürlich in eine kleine Ortschaft hingekommen, gell, und da war nachher da war ein Rostel und da haben wir nachher, glaube ich, 15 Mann haben wir noch da drin gewesen. Gell. Und da haben wir noch 3 Tage waren wir in den Roststall da drinnen. Okay. Und nachher haben wir einen Tag gehen müssen oder einen Tag. Und dann haben wir schon 30 Mann oder 40 Mann gewesen. Und auf einmal waren uns ungefähr 70 Mann. Okay. Von überall haben wir wieder gezeigt. Und während die 70 Mann waren,
Da haben wir nachher 10 Tage marschieren müssen. Und da waren noch mehrere Russenbewachung dabei, gell? 4, 5. Und ein paar so Polaken da waren dabei, das waren nicht die größten Dreckscheine. Die haben zu den Posten geholfen. Die haben natürlich recht geschimpft über die Deutschen, das waren Polen. Die haben natürlich perfekt Deutsch können und natürlich Russisch auch, also Polnisch-Russisch. Die haben die mit ihnen verständigt. Und die haben mit ihnen natürlich Hand gemacht und so. Und die Polaken haben über uns recht geschimpft, die deutschen Schweine und Leute, so Teig und so. Und so. Wir haben mehr in Polen erst gemacht haben und so. Auf alle Fälle haben wir da nachher, da haben wir glaube ich 8 Tage oder was marschiert. Und wir haben glaube ich 3 oder 4 Russen dabei gehabt, okay, Posten. Okay. Und da war es so, da haben wir tragen müssen. Also da waren noch dabei, die haben nicht mehr gehen können. Okay. Beziehungsweise war es so, du bist da gegangen, auf einmal ist ein Russe gekommen, hat die angeschaut, hat deine Schuhe angeschaut. Ich habe Futzstiefel gehabt. Und da ist ja, weißt du, es ist ja nicht Winter wohnen, sondern der Winter ist ja fair gegangen. Okay. Die haben meine Futzstiefel keinen interessiert. Aber da waren, wir haben natürlich ein paar Offiziere auch dabei gehabt. Ich habe gefunden, die Offizierstiefel noch gehabt haben. Die haben den ausgezogen. Okay. Die haben ausziehen müssen und haben ihnen noch alte Russenschuhe gegeben. Okay. Und ich habe die Rettung gehabt, okay. Und ich habe die Futzstiefel gehabt. Okay. Die haben mich nicht interessiert. Okay. Und so. Ja, und da war es natürlich so, da haben noch Leute dabei gewesen, die haben nicht mehr laufen können. Okay. Dann haben sie zwei lange Stecken zusammen und da haben sie ein paar Tiere hinüber da, ein paar Binden und Gamaschen und so Zeug. Und dann haben wir alle tragen müssen. Und zwei Mann haben wir alle tragen müssen. Jetzt hat natürlich, du hast selber, bist du selber froh gewesen, wenn du gehen hast können. Jetzt wollte ich tragen, wollte natürlich keiner machen. Gell. Die Russenposten waren halt hier so nachher, dann haben halt direkt machen mit dem Quer hergegangen und haben gesagt, du musst jetzt da dran oder in der Schürze gehen und so und so. Also so Ding, okay, weißt du, wenn es um deine Dings geht, also jeder sagt, lieber für mich, gell, so und so, dass ich durchkomme und nicht der andere. Ja, und nachher, da haben wir noch so ein paar Kolhose in so einen Stall reingekommen und da waren wir nachher 2 Tage dort in den Stall und auf einmal hat es geheißen, wir müssen jetzt den nächsten Tag noch, müssen wir glaube ich 10 oder 15 Kilometer gehen und dann ist ein Bahnhof und dann kommen wir am Bahnhof und dann werden wir mit dem Zug fahren wir nachher nach Kirovograd. Also die ganze Zeit, wie das, ich kann mir das auf der anderen Seite gar nicht erklären, wie das alles gegangen ist. Weil am 23. März, ja, am 23. März bin ich in Gefangenschaft gekommen und ich war aber am 1. April schon in Kirovograd. Da war ich aber noch nicht lange dort. Okay. Und da wollten am 1. Mai, Russen ist ja 1. Mai ein großer Feiertag, gehen so, und da haben sie ein paar gedacht, da feiern die Russen und laufen und so, und da waren wir mir schon vielleicht 200 Kilometer schon weg von der Front. Okay. Da feiern die und so, und da haben sie vier Wohnungen, glaube ich. Wir haben abhauen. Also einer ist drüber gekommen, über den Stacheldraht. Okay. Das ist ein dreifacher Stacheldraht. Okay. In der Mitte, zuvor, nein, in der Mitte noch einmal. Einer ist drüber gekommen, einer ist am Draht drin hängen geblieben, der war tot. Einer ist drüber gekommen, einer war tot, einer war verwundet und einer war noch im Lager drin. Aber schon noch am Zaun dort. Gehen so. Dann haben wir das gar nicht mitgekriegt. Auf einmal bei der Nacht, ja, wenn ich schießen, dann sind sie da öfter so. Auf alle Fälle in der Früh, haben dann alle Früh schon, da war sie noch fast Kind, haben dann alle rausgekauft von den Baracken. Gehen. Haben wir andere müssen. Dann ist gezahlt worden. Und dann hat es geheißen, dass er welche abgehört hat. Dass Faschisten haben abgehört und so und so und so. Und dann haben wir das schon langsam rausgekriegt. Ich war ja nie abgehört. Weil das war ja in einem fremden Land. Das hat man ja gesehen und gehört. Du brauchst, wenn du da einen Scheiß haben willst, dann brauchst du viel Geld.
dass wenn irgendwas ist, dass du gleich einen an Schem gehst und sagst, da, heute Mai. Oder gib mir alle Klamotten und schau, dass du eine Fahrkarte kriegst, dass ich da mit dem Zug da und da hingehen soll. Also wie gesagt, einer ist drüber gekommen, der war aber Nachmittag auch schon da. Was die Russen gehabt haben, da im Krieg und so, und das weiß ich auch später im Lager, Bluthunde. Also ein ganz verreckter Hund. So. Die waren schnell wie der Teufel und alles und so. Und haben alles geschmeckt. So. Und die haben die schnell gehabt. So. Und wie gesagt, Nachmittag war der andere noch auch schon da. Und wenn du in, wie es dort genau war, auf jeden Fall haben die gleich eingesperrt worden. Und so. Und in Kursk war es so, wenn du einen erwischt hast, also wenn du vom Ural warst und du bist nach Ostpreußen gekommen, dann bist du wieder in Ural zurückgekommen. Von dem Lager, wo du gekommen bist, da bist du wieder hingekommen. Dass die Leute wissen, dass das du keine Chance nicht hast. Und da waren bei uns im Lager in Kursk, weiß ich, ein paar Mal, hat es geheißen, waren wir da. Dann hat es geheißen, der ist stiften gegangen, der ist bis zu Ostpreußen gekommen und da haben sie ihn gefangen. Und der ist natürlich noch bei uns auch eingesperrt worden in einer Zelle, so eine Dunkelzelle, und ist noch am nächsten Tag oder was, ist wieder, also ein Russ oder zwei, was, ist mit ihm wieder weiter und wieder irgendwo hin an ein Lager und das ist auch wieder weiter. Also jeden Fall, wo er hergekommen ist, ist er wieder zurückgekommen. Und die, wo bei uns im Lager alle abgehauen sind, ist er jeder wieder gekommen. Jeder. Gehen so. Bis auf einen. Und das war ein Zigeuner. Das war ein Zigeuner. Der hat perfekt Russisch können, war ein ganz verrückter Hund. Der hat Turnen können und alles Mögliche gehen und so. Und der und die Russen, in Russland gibt es auch einen Haufen Zigeuner können. Und der ist zu den Zigeuner gekommen. Der ist nicht mehr gekommen. Aber sonst weiß ich oft. Und ich weiß sogar in einem Lager, wo waren die? Ah, Das war, wo ich da ich habe da noch einmal in der Bäckerei gearbeitet und das und so. Und in dem Lager, wo ich war, da ist auch einer abgehauen. Und dann hat der Lagerkommandant gesagt, also für mich war der Lagerkommandant in Ordnung, aber für mich war er ein blöder Hund. Da ist einer abgehauen und dann hat er gesagt, Kameraden, hat er gesagt, lass das sein, du brauchst Geld. Du musst die Sprache beherrschen, sonst hast du keine Chance, dass du durchkommst. Hat er vor der ganzen Versammlung, das muss ja rechnen, dass du Verräter und Spione und lauter so Zeug dabei sein geh. Und später bin ich noch weggekommen, weil da habe ich ein Tiefes gehabt und war ich krank und alles und so. Und später, da war ich schon wieder in Kursk. Und da hat man noch den Strobeschwarz, den habe ich schon gleich am Anfang so gekannt und dann war ich wieder ein Jahr weg, dann habe ich ihn wieder getroffen und so und so. Und die hat mir noch gesagt, also heute hat er gesagt, die hat in der Garage gearbeitet. Und da war ein Sattler und da hat er ein Auto richten müssen und lauter so Zeit gehen. Und, so. Und die waren prominent, die haben da viel zum Fressen gehabt und müssen da viel organisiert. Und von dem haben wir viel gekriegt und müssen, hat er gesagt, ja, hat er gesagt, heute hat er gesagt, haben mit zwei oder drei Autos gefahren, hat er gesagt, und haben Gewehre mitgenommen, hat er gesagt. Da haben sie irgendeinen erschossen. Da muss irgendwo ein Lager einer sein, hat er gesagt, der wo Listen hat, von den Gefangenen, die wo alle in dem Lager gestorben sind. Gell? Und der ist abgehauen. Und das war aber, das war der. Gell? So, gell? Und den haben sie dann noch erschossen. Gell? Und da hat mir der Strobe halt das erzählt. Gell? So, gell? Ja, hat er gesagt, den haben sie erschossen, hat er gesagt, gehen Sie. Und ich habe natürlich gleich gewusst, gehen Sie, ich habe mir sowieso, wie der vor versammelte Leute sagt, Kameraden, das hat keinen Zweck nicht. Und hat dann gesagt, wenn ein bisschen eine Möglichkeit bestünde, dann wäre ich schon lange nicht mehr unter euch. Für mich war der blöd. Das kann ich doch nicht sagen. Ich muss ja da rechnen, dass so lauter Verräter und Spione dabei sind. Ja, da hast du Spitten, du hast keine Scheiße gehabt. Gell, so. Aber ich habe ja nicht einen Dusel gehabt, gell, wie gesagt.
Wie ich vorletztes Mal da in Russland war, haben wir in ein Partisanendorf hingefahren. Gell? Und haben, da war ein Museum dort und das haben wir angeschaut. Und da war eine Frau abgebildet, die war natürlich auch schon dort, die hat, ich glaube, acht Töchter hat die verloren im Partisaneneinsatz. Die, wo vier Partisanen gearbeitet haben, gehen so. Gehen, die haben natürlich, Partisanen waren natürlich schon ein schwere Dings, gehen so. Die haben als Zivilisten daher gekommen, gehen so. Und als der Wehwind natürlich aufgekommen sind, dann haben sie alle aufgearbeitet, gehen so. Das war, also ich glaube, wir Deutsche waren dabei. Wie wir da ausgebildet worden sind, haben wir einen Pack gehabt mit 3,7 cm. Gell? Okay. Wenn du einen Stahl schmeißt, dann bohnt es genauso. Gell? Und nachher, wenn wir. Später haben wir noch 5 cm gekriegt, aber wenn wir noch in Russland waren, da haben wir noch 7,5. 7,5 langer gehabt, das war noch schon. Da haben sie eine neue Raketen, Granaten rausgebracht, die unseren. Haftgranaten, da haben sie hier noch für den Nahkampf das gemacht. Da hast du so Granaten gehabt, irgendso, und die hast du auf den Panzer aufgepappt. Die war magnetisch, ist auf dem Panzer schon weggeblieben und du hast angezogen, dann ist die noch, die war nur eine Minute oder zwei Minuten ist die explodiert und hat sie durchgeschweißt, weißt du schon. Mit der großen Hitze hat sich die Jungen geschweißt und da haben wir bei den Bandsee haben wir Granaten gehabt. Und wir haben nachher, wenn wir mit 7,5 langer waren, haben wir nach Russland reingefahren und zum Schluss haben sie mit der 8,8 was auf die Flieger geschossen, haben sie noch auf die Bandsee geschossen. Okay. Das andere am Anfang war das alles leider greifen. Okay. Okay. Die haben die ganz andere Waffen gehabt. Okay. Okay. Ja, die Russen haben natürlich schon, die Ratschbuben haben sie gut gehabt. Dann, wo es natürlich gefürchtet war, in der Stalin-Nagel, okay, das haben wir, also jetzt bald 21 oder 27 Schuss, haben die so innerhalb von ein paar Minuten, okay, die haben die überall eh gehabt, gehen sie. Weißt du, da hast du, wenn du jetzt gemeint hast, die schießen da her. Und dabei ist das da umeinander gegangen. Die haben zwar die unseren, glaube ich, haben später noch auch einen Nebelwerfer gehabt. Die haben aber, glaube ich, bloß 12 Schuss gehabt. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle, die Stalin-Urgel waren, das ist gut. Und in einer Maschinenpistole, gell, weil wenn die in den Regen nicht geschmissen hast, dann ist die noch gegangen. Gell. Also so blöd waren sie wieder nicht gewesen. Gell. Die haben sich halt viel helfen können. Gell. Die haben wir gesagt, wenn mit der LKW nicht mehr das geschafft haben, irgendwie, dann haben wir das bei der Nacht mit den Bannifahrzeugen gefunden. Da hat er noch, das war ja praktisch in ihrem eigenen Land, weißt du, ist das auch anders. Gell. Wenn die in einer Ortschaft drin sind, und dann sagen die vielleicht, da muss jetzt die ganzen Weiber her, mit den Bannifahrzeugen müssen da alle da Zeug für die bringen am Front. Gell, da haben wir halt alles helfen müssen. Auf der anderen Seite, wie ich sagen, wieder, was ich so gesehen habe, war die deutsche Wehrmacht überorganisiert. Da waren hinten viel mehr Leute wie vorne. Okay. Weißt du, ein Haufen, die wo alles organisiert haben, Verpflegung und dies und dies und der Stab und der Generalstab und Zani und alles mögliche. Okay. Wenn du da hinten gekommen bist, wo so ein Haufen Leute umeinander gerannt sind, dass du sagst, ja, grüße dich. Da waren ein Haufen Leute da hinten und vorne. Sehr wenig gehen zu. Okay.
war ich Übergänge. Dann haben sie das auch nicht gewusst mit Russland. Mein Krieg, mein Winter. Das in Russland so kalt ist, gell, und so. Und das ist natürlich der erste Winter, da ist natürlich super kalt gewesen. Gell. Jetzt haben natürlich da so viel gefroren. Dann die Klamotten und das. Und das ist noch mal der Bock. In Russland haben wir gleich, gell, das sind Leute Deppen. Dabei haben wir die mit den Bunny-Fahrzeugen mehr transportiert als wie mit Fahrzeugen. Gell, die haben mit 50 Bunny-Fahrzeugen. Und wenn da jeder ein paar Bomben gehabt hat oder eine oder was, gell, die ist es sicher dann dahin gekommen. Als wenn auf dem LKW gewesen wäre. Und nachher nachher, das weiß ich, ja, halt wie da im Frühjahr die Offensive da war, da haben sie, die haben die Deutschen da, wie es Schakow wieder zurückerobert haben da, 43 im Februar, März, ebenso. Und da haben natürlich auch die Deutschen amerikanische Lastwagen erbeutet. Ebenso. Unter anderem hat da in der Abteilung hat so amerikanische Studebäcker gehabt. Ja, die hat auf jeder Seite 8 Rall gehabt. Ebenso. Der ist überall durchgekommen und Bereifung, also Profile. Okay. In den Dreck haben die vorwärts gekommen, die unseren kleinen Opel Blitz eingelumpen. Hast du über absteigen müssen, über anschauen. Und die amerikanischen Studiebrücke, da war Küchenfahrzeug, glaube ich, und eine Munitionswagen. Da haben sie zwei Wagen gehabt, wo mit den Studiebäckern gefahren sind. Und die haben es 43 da in der Nähe von Schakow erbaut. Dann, wenn man zum Beispiel wie ich da, wie das, fast am 5. Juli da der Angriff war, wenn du in den Bunker reingekommen bist für die Russen, lauter Konserven, amerikanisch, okay, wenn die nichts zum Fressen gehabt hätten, dann wären die von ihnen, wenn die Amerikaner nicht so die Russen unterstützt, dann schafft das nicht. Okay. Das Einzige, was halt unheimlich gute Waffen gehabt haben, die Russen, das war der T-34, der Panzer, und ihre Maschinenpistole. Wenn du den Träger reingeschmissen hast, dann ist die ja noch einer gegangen. Okay. Und der T-34, okay, da haben sie die unseren noch erst richtig gesehen, wo, wie ein Panzer, okay, die haben einen Panzer gehabt, 60, 70, 80 mm, okay, und das sind so, okay. Okay. Alles schon klar, okay, und so. Also panzermäßig, also da habe ich mit einem geredet, später sogar. Der hat gesagt, Russenpanzer waren auf alle Fälle alle Weihbisser. Und die haben zum Schluss, da ist er der gar nicht mehr richtig im Einsatz gekommen, der Stalinpanzer. Das muss er der allerbeste gewesen sein, der schwarze und bewaffnet. Gell. Hä? Dein Vater? Der war im Ersten Weltkrieg. Mhm. Der war im Ersten Weltkrieg 4 Jahre in französischer Gefangenschaft. Mhm. Der hat beim Wacker unten gearbeitet. Und der war unabkömmlich. Der war, wenn ich natürlich nicht beim Wacker gearbeitet hätte, irgendwo beim Baumeister oder was der Teufel wo, irgendwo, der hätte auch irgendwo hin müssen, weißt du, zum Aufräumen irgendwie Luftschutz. Kellerzeug oder irgend sowas. Oder da haben sie ja den, zum Schluss haben sie einen Volkssturm, da haben sie noch die Letzten. Okay. Er ist auch nach Moldau hat er aufhören müssen, da haben sie mal Moldau bombardiert, gehen da hat er aufräumen müssen und so. Und da haben wir welche sogar von Reding oder von Burghausen auf Minge aufhören müssen, zum Aufräumen gehen müssen. Okay. Der war im Zweiten Weltkrieg, war der nicht mehr dabei. Gehen. Okay. War der in der Partei? Nein, war der nichts. Der war zwar bei der Arbeitsfront war, okay, und da hast du auch so wie fast bei der Gewerkschaft, okay, und so, hast du da auch fast so dabei sein müssen, Arbeitsfront, okay, und so. Aber sonst bei der Partei nicht SA oder so, und ja. Nein, das hat er nicht gemacht. Du hast dich nachher irgendwie
bei der Stadt, war dann noch bis zu einem Verhör gekommen, gehen zu. Und da bist du noch, also wenn sie jetzt nichts nachweisen haben können, gell, da haben da noch mehrere eingesperrt worden, gehen müssen. Du, gell. Und da bist du noch, wenn sie nichts nachweisen haben, bist du internalisiert worden, gehen zu. Gell. Wie ich von der Gefangenschaft gekommen bin, haben wir natürlich auch gleich, ob ich bei der HJ war oder bei der Partei war, und lauter so sagen, wie bei der Hitlerjugend war, ich gehe, da hast du müssen. Ja, da hat er Pflicht gehabt, du hast müssen gehen. So. Okay. Okay. Ja, und die haben natürlich, wenn du irgendwie ein HSV warst, bist du eventuell Eichsberg gewohnt oder bist, das war ich nicht noch, doch auch. Irgendwie in einer Kongregationslager bist du noch gekommen, okay, und je nachdem halt, ob du da was nachweisen haben können oder nicht. Okay. 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 Bist du noch eine Strafe oder irgend sowas, okay. Da hat es schon gegeben. Die, die noch nachweisen, die wo vielleicht, was kosten, die russische Gefangene schikaniert haben, gell, oder misshandelt oder so Zeug, gell, so. Die haben noch sogar einen Experten. Gell. Ja, gell, hat schon so Sachen gegeben. Gell. Gell, aber da, nein, der war nicht. Wir haben ja bei den Kapuziner gewohnt. Gell. Bei uns war es auch so, wie ich Bub war, weil, da haben ja da. Die Kommunisten, weißt du, von Hitler. Ja. Dann die Kommunisten, die SPD, dann, ich weiß nicht, wie die Vereine alle da geheißen haben, die Parteien, die haben ja da oft aufmarschiert und so. Und haben die Kinder Fandl verteilt. Okay. Und ich natürlich auch heim, Fandl, haben wir einen Nagel gepackt, Fenster aufgemacht und gleich vorne eine Sieg gemacht. Da ist mein Vater heimgekommen, sofort. Ich war sofort runter, okay. Die Kapuziner, okay. Da war total falsch, okay. Die haben die natürlich, hätten sie natürlich auch nichts da getraut. Okay, weil die Nazi ist ja schon ein bisschen am Ruder waren, okay. Da haben sie sofort die Fahnen weg müssen. Okay. Was für Fahnen war das? Von die Gewerkschaftler oder ja, von den Nazis? Also drei Pfeiler war sie. Ich meine, waren die SPDler oder wie das war. Ja. Also da hat mehrere Parteien, Kommunisten und die die CSU war die Bayerische Volkspartei, ja. Okay, und so. Okay, die hat es alles gegeben, die haben, wir haben da einen Aufmarsch gemacht und da ist ein Kapellner noch irgendwie eine Kundgebung gewesen, okay, und so. Wir haben ja einen Kapellner zu Bund, okay, und so. Und wie gesagt, wenn ich da so ein Fandl erwischt habe. Egal was, aufgehängt. Und ich habe geschimpft für die Ewige und hat sofort weggemessen. Oh, verrückt. Ja. Und wie war es beim Militär dann? Wie war es bei. Ja, Militär, da habe ich ja. Waren da viele Nazis? Oder was haben da die ganzen Leute gesagt? Der Hummel oder sowas? Ich meine, die sind alle eingezogen worden. Und ja, da hast du die. Da hast du die schon sagen können in Russland, die Scheiße oder sowas, gell? Aber du hast nicht über die Partei schimpfen dürfen. Ja. Oder du hast du über Hitler geschimpft, gell? So, das waren Geheime, gell? Die wo da das kosten darfst du das. Weil wenn du bist noch da gekommen, gell? Da hat mein Vater erzählt, da war ein Rechtsanwalt von Edding, der glaube ich hat gesagt, also wenn wir einen Krieg verlieren, das ist schlecht. Aber noch schlechter wird, wenn wir gewinnen. Und das hat einer gehört. Okay? Und der hat ihn hingehängt, aber der ist allerdings bloß drei Tage nach Dachau gekommen. Okay? Er hat gesagt, also wenn wir einen Krieg gewinnen, okay, das ist schlecht, nur schlecht, aber wenn wir gewinnen, ist nur schlechter. Okay. Ja, da hast du schon vorsichtig sein müssen. Okay. Da hast du nicht so lang können gehen und da hast du vorsichtig sein müssen, dass die keine hingehen. Okay. Okay.
Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Мне обидно, когда остается один патрон. Только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион. Во-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война. Теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, 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 I'm a 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 soldier, 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 я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? О-о-о-о.